Hallöchen, was geht Leute? Mein Name lautet Danny Bönig. Willkommen zu einem neuen Capture the Flag Advanced Warfare Gameplay Video hier auf meinem Kanal. Und das sind übrigens die Klassen, auch sehr interessant. Zu denen kommt auch noch ein Video. Das Gameplay ist von Mcore, also vielen Dank an dich. Er hat mir ein paar Gameplays zugeschickt und das ist sicherlich nicht das letzte. Also wenn ihr einfach mehr sehen wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und dann werde ich mehr uploaden, werde ich so oder so. Nur halt in welchem Zeitraum. Wollt ihr es gleich morgen wieder sehen? Wollt ihr es gleich erst nächste Woche sehen? Ein Gameplay, ein weiteres Gameplay. Naja, heute Capture the Flag, ein Spielmodus, der persönlich mir ziemlich gefällt, aber den ich irgendwie nicht so ganz gerne spiele. Ich persönlich muss sagen, ich bin so ein Mainstream-Typ. Ich spiele meistens irgendwie Team Deathmatch und Frei für alle. Ich finde die Spielmodi einfach am gemütlichsten. Wahrscheinlich ist es aber auch so, weil man in den alten CODs oder auch schon in COD Ghosts gar keine Lobbys findet, irgendwie gar keine vernünftigen Lobbys findet. Nur in Team Deathmatch meine ich, weil Team Deathmatch einfach die meisten Leute spielen. Das ist nun mal so. Und Abschuss bestätigt, finde ich auch richtig geil. Aber gibt es mit Sicherheit auch dort. Ja, haben wir auch sogar schon gesehen, ne? Das war im ersten Gameplay, was ich hochgeladen habe, haben wir das schon gesehen, dass es da auch, ne, Abschuss bestätigt gibt. Und ja, er spielt gerade mit der Sniper. Es ist eine Sniper mit dem Iron Sign, also mit dem normalen Visier, was auch sehr interessant ist. Normalerweise kennen wir die Sniper immer, wie zum Beispiel bei der Intervention aus MW2, dass sie so einen Zoom haben. Hier haben die nicht unbedingt, die haben ein ganz normales Visier, wie eine normale Waffe, sind aber eine Sniper. Finde ich sehr, sehr cool. Und ich bin mir auch sicher, dass diese Waffen sehr viel Skills erfordern und dass es da bestimmt viele Montagen dazu geben wird. Und auch wenn ich sagen muss, ich bin jetzt nicht der allergrößte Sniper-Fan, aber ich freue mich trotzdem auch mal zu snipen hier. Vor allem bin ich auch sehr gespannt auf diesen Spielmodus, wo es gar kein Exoskelett gibt, weil ich meine, auf den Maps gibt es ja so Stellen, wo man nur mit dem Exoskelett hoch kann. Zum Beispiel... Komm schon, spring mal wohin. Übrigens, netter Kill hat er hier gemacht. Ja gut, er ist auch Asiate, das müssen wir verstehen. Oh gut, es gibt auf jeden Fall Stellen, wo man nur mit dem Exoskelett hinkommt, glaube ich sogar. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn ich diesen Spielmodus dann, wenn dich das Spielmodus dann kein Exoskelett erlaubt. Ich meine, was ist es dann? Also, wie ist es dann? Wie ist es dann? Also, kommt man noch an die Stellen, wo man normalerweise nicht hinkam? Oder nicht? Das würde mich interessieren. Na gut, auf jeden Fall, was ich, worüber ich gerne heute sprechen wollen würde, sind die Killstreaks. Denn, ja, nun, also ich muss persönlich sagen, mir haben die Killstreaks in MW2 am meisten gefallen. Aber ich denke, viele Leute, die meine Videos kennen, die wissen ganz genau, ich bin nicht der größte Fan von Killstreaks, weil, ich weiß nicht, aber Killstreaks sind so etwas, ich finde es ziemlich langweilig, sobald man sich auf den Boden legen muss. Ich weiß nicht, wer mir da zustimmen kann, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Weil, es, zum Beispiel in Black Ops 2 gab es ja hier den Reaper, glaube ich, hieß der. Ach Gott, ich habe gerade einen kleinen Blackout, ich weiß nicht, was los ist. Aber ihr wisst, ihr kennt ja auf jeden Fall die Killstreaks, wo man sich hinlegt. Und für die Leute, die meine Videos kennen, die wissen ganz genau, dass ich nicht der Fan davon bin. Deswegen, ja, bin ich zum Beispiel auch mehr so ein Fan von solchen Killstreaks, wo man trotzdem weiterspielen kann. Wie zum Beispiel der Payflow oder einen normalen Hubschrauber, der rumfliegt, oder die Harrier in MW2 oder die Drohne. Nehme ich immer mit, immer. Und die soll es hier auch geben, denn in Ghost war es ja so, dass es dieses Satcom da gab. Und ich muss sagen, mit dieser Satcom kam ich irgendwie nicht klar, ich weiß nicht. Ich finde es so langweilig, immer wieder diese scheiß Satcom irgendwie hinzutun. Ich weiß nicht. Mir hat es persönlich gar nicht gefallen. Da muss man sich noch auf die anderen Teammates verlassen, dass sie auch noch eine Satcom einpacken. Gut, man kann natürlich zwei bekommen und das gilt dann als Drohne und das anscheinend dauerhaft. Aber es gibt immer jemand im Gegnerteam, der diese Satcom findet und sie zerstört. Und dann gibt es auch keine Drohne mehr. Ich finde persönlich die Drohne eine sehr wichtige Killstreak, weil ich immer wissen will, wo die Gegner sind. Und ich denke, da könnt ihr mir auch nur zustimmen. Diese Satcom war eine sehr schlechte Idee, finde ich. Aber ich sag mal so, dieser Fehler mit der Satcom, ich denke, daraus haben sie gelernt und ich hoffe, das werden sie nie wieder tun. Denn wäre dieser Fehler nicht passiert, dann wäre er irgendwann anders in der Call of Duty Community passiert, beziehungsweise in einem anderen Call of Duty Spiel. Weil ich meine, wenn Fehler passieren, dann sind sie da, um dazu zu lernen, um daraus zu lernen. Und es ist passiert in COD Ghosts und es ist besser, wenn es jetzt passiert, als wenn irgendwann später passiert. Und das ist eigentlich bei allen Dingen so und ich denke, da könnt ihr mir auch zustimmen. Da bin ich mir sogar sehr sicher. Hier switcht er wieder die Waffe, das wird er ab und zu in diesem Gameplay mal tun. Und die erste Runde ist vorbei, wie sie führen. Wer spielt der Atlas gegen irgendwas? Auf jeden Fall, die Organisation Atlas, das ist eine militärische Organisation,
Übrigens, den Singleplayer werden wir, wo wir jetzt schon über den Singleplayer reden, werden wir auf meinem Let's Play-Kanal Let's Playen und nicht hier. Den Multiplayer natürlich alles hier auf diesem Kanal. Diesen Kanal sehe ich so mehr als Multiplayer-Kanal und den anderen mehr so als Singleplayer-Kanal. Also wer den noch nicht abonniert hat, auf jeden Fall abonnieren, denn dort kommen täglich 3 bis 4 Videos hoch. Also sehr viele, der Let's Play Kanal, ne, kann man mehr machen und so weiter und so fort. Und da werden wir auf jeden Fall auch noch Call of Duty Advanced Warfare Let's Playen. Das sowieso, das steht schon fest. Vor allem, ich bin auch ziemlich aufgeregt auf die Story, denn, ja, um was es geht, das muss ich ja jetzt nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, dass es eine militärische Privatorganisation dort gibt und sie die an die Macht kommt. Und sie dann gegen ihr eigenes Land, also das eigene Land, kämpft gegen die eigene Privatorganisation aus dem eigenen Land. Und ja, genau. Irgendwie so. Irgendwie so ist es auf jeden Fall. Ich habe gar keine Lust, es irgendwie ins Detail zu beschreiben. Aber ja, so ist es auf jeden Fall. Was gibt's noch zu sagen? Genau, Let's Play Kanal, ne, da werde ich alles spielen, Let's Play, nicht nur, ich spiele alles, also nur damit ihr Bescheid wisst, ich spiele da alles. Und es gibt für alle Leute da irgendwas, also schaut da vorbei. Jetzt mal abgesehen von COD Advanced Warfare, und zwar im Moment befinde ich mich halt immer noch im Umzug, wollte ich nochmal erwähnen. Und ja, es ist gerade der 31.08., wo ich das gerade hier aufnehme. Am 16.09. Ziehe ich in meine neue Wohnung, dann sollte ich auch an diesem Datum gleich Internet dort haben. Kann auch sein, dass es vielleicht ein paar Tage verspätet ist, aber sollte eigentlich nicht. Hoffe ich zumindest nicht. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich persönlich sehr auf meine neue Wohnung. Es ist eine 3-Zimmer-Wohnung, wie schon erwähnt. Ich werde noch demnächst eine kleine Roomtour machen von meiner jetzigen Wohnung, damit ihr wisst, wie es gerade hier alles aussieht und ja, und so weiter und so fort, damit ihr euch halt einen Eindruck verschaffen könnt, wie meine alte Wohnung aussah. Ich finde es wichtig, das wenigstens als Erinnerung zu behalten, mindestens an einem Video. Denn ich meine, das war meine erste Wohnung und ja, ich schätze mal so eine 1-Zimmer-Wohnung. Ich glaube, es sind 32 Quadratmeter. Es ist ziemlich wenig, aber für so eine 1-Zimmer-Wohnung ist es ganz okay mit so einem Balkon, den ich allerdings nie so wirklich benutzt habe. Denn, ich weiß nicht, ich bin nicht der Fan von Balkonen irgendwie. Ich rauche auch nicht. Wenn ich rauchen würde, dann würde ich den Balkon lieben, weil wenn man bei mir zu Hause ist, dann erlaube ich keinem zu rauchen. Also das mache ich einfach nicht, weil die Wände werden gelb und so weiter und so fort. Ich finde es einfach eklig und Dinge so auch. Ich schätze mal, da kann mir jeder nicht dauernd zustimmen. Aber ich habe nichts dagegen, wenn Freunde oder sowas rauchen. Nur wenn sie rauchen wollen oder irgendwelche Mädels, wenn sie mal wieder bei mir abhängen. Und auch natürlich nur abhängen, mehr natürlich nicht. Und wenn sie rauchen wollen, dann trete ich sie erstmal raus. Und wenn sie dann aus dem Balkon runterfallen, dann ist es ihr Pech. Dann habe ich keine Schuld dran. Ich meine, sie wollte ja rauchen und rausgehen. Also, ne? Dann wird halt draußen geraucht. Und dann würde ich sagen, alles klar, Balkon ist chillig und so weiter und so fort. Aber momentan muss ich sagen, ach nee, weiß nicht. Ist nicht so mein Ding. Aber in meiner neuen Wohnung habe ich dann ein Garten, also 3 Zimmer und ein Garten, eine große Küche und ein gutes, großes Badezimmer. Meine Güte, ich brauche ein Badezimmer. Ein vernünftiges Badezimmer. Mein momentanes Badezimmer ist ziemlich klein und allgemein das Duschen macht nicht ganz so viel Spaß. Vor allem, da passt auch keine zweite Person rein. Habe ich schon mal versucht. Aber es passt, geht einfach nicht. Also ihr braucht eine große Dusche auf jeden Fall, das ist eine Pflicht. Ich bin übrigens mehr so der Fan von Duschen als von Badewannen. Ich weiß nicht, ich hatte damals meine Badewanne, habe mir immer eine Dusche gewünscht. Und eine Dusche ist wesentlich besser, denn ich meine, wer zum Teufel will in eigenem Dreck baden? Oder gibt es da jemand von euch? ja genau, 3 Zimmer. Ein YouTube-Zimmer natürlich, also für uns, ne? Für uns. ein Wohnzimmer für Besuch und ein Schlafzimmer. Ne, damit ich da ein bisschen Spaß drauf haben kann und natürlich zum Schlafen. Obwohl ich allgemein eine Person bin, die sehr, sehr wenig schläft, muss ich sagen. Also ich schlafe wirklich generell sehr wenig. Ich arbeite an meinen Videos meistens so bis 2, 3 Uhr. Und dann lege ich mich irgendwann schlafen und wache dann schon wieder so um 9 bis 10 Uhr auf. Ich meine, das sind dann immer noch so 7, 6 Stunden. Aber meistens schlafe ich wirklich sehr wenig. Und ich brauche auch gar nicht so viel Schlaf, finde ich. Ich trinke morgens dann wieder meistens Kaffee. Damit habe ich eine lange Zeit aufgehört, weil ich abends nicht einschlafen konnte. Aber jetzt habe ich wieder angefangen. Halt, ich gehe ja ziemlich oft zum Training wieder, Leute. Das ist auch der Grund, wieso ich ein bisschen weniger Zeit habe für die Videos. Ich gehe jetzt wieder 7 Mal, war ich letzte Woche beim Training. Also jeden einzelnen Tag. Und für die Leute, die sich dafür interessieren, ich mache einen 5er-Split und gehe 2 Mal in der Woche zu so einem Kurs, wo halt mehrere Leute hingehen. Und macht ziemlich viel Spaß. Also, ich meine, das Fitness ist gleich bei mir in der Nähe und ich habe jetzt 2 Monate mit dem Fitness aufgehört und deswegen,
Ja, also ich weiß nicht, ich persönlich ohne Fitness, ich fühle mich einfach nicht ganz so wohl, wie ich mich fühlen sollte. Und deswegen, ja, genau. So, also, ich frage mich, wer eigentlich noch dabei ist. Klick den Daumen nach oben Button, wenn du jetzt noch das Video guckst. Wenn du jetzt noch das Video guckst. Damit ich Bescheid weiß, ja. Ach, das war's schon, oder was? Oh, bitte sag mir, es geht noch weiter. Ich wollte noch was sagen. Und zwar wollte ich noch ganz kurz was zu der Qualität sagen. Und zwar, ihr seht schon, die Qualität ist natürlich extrem pornös. Also sehr, sehr gut. Okay, also es steht wahrscheinlich 1:1. Da bin ich mal gespannt, ob wir gewinnen werden oder nicht. Keine Sorge, wir haben MCOM im Team. Wir müssen gewinnen. Er ist Asiate. Es sei denn, wir haben noch Asiaten im Gegnerteam. Ja, was ich sagen wollte, genau die Qualität. Und zwar meine Cam spinnt ein bisschen rum. Und diese Qualität hier, die ihr hier gerade seht, die ist halt super, super, super gut. Besser geht's gar nicht für eine Webcam. Also es geht, es ist ja nicht meine Webcam, es ist eine richtig professionelle Kamera. Es ist die Canon EOS 700D, die ich mir damals mal gekauft habe. Mit einem ziemlich, ziemlich guten Objektiv. Was ich mir auch noch dazu geholt habe. Und das Ding war, meine Webcam hat rumgespinnt. Und ja, dann habe ich einfach mal die verwendet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die weist ein paar Probleme auf irgendwie. Ich weiß nicht. Also manchmal hört die Aufnahme einfach so auf nach langem Aufnehmen, nach so einer halben Stunde oder sowas. Aber die Qualität ist halt sehr viel besser. Und es ist mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden. Einfach nur, weil man natürlich immer die Dateien exportieren muss auf dem PC. Und deswegen ist es mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden. Aber ja, könnt ihr mich auch gerne wissen lassen, was ihr zu der Qualität sagt. Und ob ich die Qualität öfter mit einbringen sollte in meinen Videos. Auch wenn ich halt Webcam immer ein bisschen einfacher finde. Und ich nicht so viel Qualität bei der Cam lege. Aber wie gesagt, wenn die Leute sehen wollen, ich versuche mich einfach dran zu gewöhnen. Am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt, halt immer das zu verwenden. Aber wenn ich mich dann gewöhne, ich denke, dann wird es auch gehen. Und ja, das Gameplay endet auch langsam. Ich bin immer noch gespannt, wer gewinnen wird. Natürlich bei Capture the Flag ist es ja meistens so, dass man ein paar Sekunden warten muss, bis man wieder reinspawnen kann. Was ich auch nicht so toll finde, muss ich sagen. Und wir haben gewonnen, weil MCOM im Team war. Und das war es auch mit dem Gameplay. Ein bisschen längeres Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das der Fall war, klickt den Daumen nach oben Button jetzt an. Übrigens, der Daumen nach oben Button hat sich ein bisschen verändert. Also der ist nicht mehr... Ja, also ihr müsst auf den Daumen an sich klicken. Ihr müsst gleich auf den Daumen klicken, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen für die Leute, die es nicht wussten. Ja, bewerten, kommentieren, nicht vergessen. Abonniere jetzt meinen Kanal für mehr Call of Duty Advanced Warfare Gameplay, für mehr COD Gameplay und für mehr Danny Burnage. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!